In dem heutigen Video lassen wir Feuer singen. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Alles, was man dazu braucht, ist ein Bunsenbrenner und ein transparenter Schlauch mit mehr als einem Viertel Zoll Durchmesser. Der erste Schlauch, den ich verwende, ist etwa 1 Meter lang. Ich halte den Bunsenbrenner an den Schlauch und drücke den Auslöser leicht rein, bis etwas Gas ausströmt, aber noch nicht durch den Piezozünder gezündet wird. Nach wenigen Sekunden ist der Schlauch komplett befüllt und man kann den Auslöser durchdrücken. Die Flamme rast mit einem sehr tiefen Brummen durch den ganzen Schlauch. Jetzt ist nur die Frage, warum ist das so? Und kann man das noch verbessern? Der Bunsenbrenner lässt nicht nur das Propangas entweichen, sondern mischt es direkt mit Luft. Dadurch ist das Gemisch direkt nach dem Austritt aus dem Brenner zündfähig. Aber gezündet wird es ja noch nicht. Das zündfähige Gasgemisch strömt also den Schlauch entlang und nach wenigen Sekunden ist der komplette Schlauch befüllt. Drückt man jetzt den Auslöser, zündet die Flamme von Beginn an durch und rast durch den kompletten Schlauch. Und warum entsteht das Brummen? Meine Theorie dazu ist, dass die Flamme nicht gleichmäßig verbrennt und durch die Ausdehnung der verbrannten Gase das Gasvolumen im Schlauch anfängt zu schwingen. Und steigern kann man die Lautstärke hier durch mehr Volumen. Also nehme ich einen dickeren und längeren Schlauch. Zündet man jetzt erneut, erkennt man eine deutliche Steigerung. Die Flamme brennt nicht nur deutlich länger, sondern auch lauter. Und interessant finde ich auch, dass am Anfang und am Ende die Geschwindigkeit am höchsten ist, in der Mitte am niedrigsten. Leider kann man das nicht mit einer Highspeed-Kamera filmen, da die blaue Flamme sehr dunkel ist. Mit bloßem Auge kann man es dagegen sehr gut in einem abgedunkelten Raum erkennen. Man sieht in dieser kleinen Zeitlupe, wie ungleichmäßig die Flamme verbrennt. Und jetzt seid ihr gefragt, was könnte man damit alles machen? Und wollt ihr das Ganze nochmal größer sehen? Schreibt es mir in die Kommentare.